Machen wir jetzt den zweiten Teil unseres GarageBand-Videos. Hier sind wir schon in GarageBand und heute wollen wir mal das Tempo verstellen und die Loop-Funktion ausprobieren. Tempo verstellen ist ganz einfach. Wir gehen wieder zum Werkzeugsymbol und dann gehen wir auf Tempo. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können, wenn wir ein Tempo im Kopf haben, dass wir zum Beispiel irgendwie einfach schnipsen, können wir das dann hier über Tab mit dem Finger eintippen, müssen mehrere Schläge machen und dann zeichnet das Tempo auf und stellt es automatisch richtig ein. Oder wir können manuell über Tippen der Tasten das Tempo verändern. Na, das haben wir. Tonart lassen wir jetzt mal auf C-Dur voreingestellt und dann gehen wir jetzt mal auf die Spurübersicht und dann sehen wir auch oben rechts so ein, könnte man sagen, Schleifensymbol, Looping-Symbol. Wenn wir da drauf tippen, dann können wir fertige Samples anhören und auch dann, wenn sie uns gefallen, in den Song einfach reinziehen. Wir haben auch eine Vorauswahl. Hier kann man Schlagwörter setzen, kann suchen. Hier steht jetzt auf Gesang, kann die auch zurücksetzen. Dann wird alles angezeigt, was da drin ist. Und man kann dann einfach antippen und dann wird das abgespielt. Ja? Und wenn wir dann sagen, okay, das finde ich gut, wenn wir zum Beispiel hier auf Jazz gehen, haben wir vorsortiert hier Jazz Sound. Oder wir können auch konkret nach Instrumenten suchen, können also nur Schlagzeug auswählen und dann haben wir nur die Drum Sounds hier drin. Und wenn wir dann irgendeinen coolen gefunden haben, wir haben ja jetzt so ein Hip-Hop-Tempo, nehmen wir mal den, dann ziehen wir den einfach durch Anfassen hier rüber in den Song rein. Und dann wird der automatisch importiert. Und der wird dann erstmal 8 Takte geloopt. Wenn wir den dann abspielen, ja, jetzt können wir sagen, oh, Tempo ist doch nicht gut, wir machen es ein bisschen schneller, gehen wieder im Tempo, tippen wir ein bisschen schneller und dann ändert das Tempo automatisch, der Beat wird ein bisschen flotter. Ja, können es auch noch extremer machen, dann wird es allerdings nicht mehr klingen bei einem Hip-Hop-Song. Okay, ich glaube, das sollten wir nicht tun. Also erst nochmal das ursprüngliche Tempo eintippen, ungefähr so in dem Dreh. So, und das können wir jetzt mit anderen Spuren auch machen. Andere Instrumente auswählen, zum Beispiel Synthesizer. Und dann könnten wir jetzt... So, und jetzt hätten wir auch schon ein bisschen arrangiert, das haben wir ja gesehen. Erst 2 Takte nur den Drumbeat und dann kommt der Synthi dazu. Okay, jetzt sagen wir, der Synthesizer ist zwar ganz gut, aber er ist zu laut. Dann sliden wir das hier rüber. An diesem Geriffelten kann man das anfassen. Und dann können wir den Synthesizer etwas leiser stellen mit dem Schieberegler. Und dann hört sich das so an. Ja. Okay, und jetzt können wir noch weitere Sounds dazufügen. Also nochmal auf die Instrumente gehen und vielleicht noch ein bisschen Percussion dazu machen, damit es ein bisschen dichter wird vom Rhythmus. Lateinamerikanisch. Ja, vielleicht lassen wir die nach dem ersten Takt anfangen. Ja, und so wird der Song schon dichter. Ja, dann hatten wir ja gesehen, wie man das verdoppeln kann in der Songstruktur. Über das Plus hier oben rechts könnte man weitere Songteile dazufügen, den duplizieren. Und dann zum Beispiel im nächsten Teil vielleicht Streicher reinbringen. Ja. Ja, mal gucken, ob wir da was Schönes finden.
schon wie eine Filmmusik. So. Und wir sollen dann auch im zweiten Teil natürlich die anderen Instrumente durchgehend spielen lassen. Ja, indem wir die halt hier nach vorne ziehen und hier auf volle Länge ziehen. Und vielleicht sagen wir jetzt, wenn die Streicher dazukommen, dann lassen wir den Synthesizer erstmal weg. Ja. Das heißt also, wir würden den jetzt erstmal hier rauslöschen. Und dann hätten wir folgendes Arrangement. Jetzt gucken wir mal alle Abschnitte an. Wir haben also den Anfang mit dem Rhythmus im Schlagzeug. Dann kommt die Conga dazu. Dann kommt unser Synthesizer. Das läuft dann durch. Und im zweiten Teil haben wir dann die Streicher und das Schlagzeug und den Percussion. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Break. Wir ziehen das Schlagzeug ein bisschen. Geht das jetzt nicht? Müssen wir erstmal hier kürzer ziehen hinten. Und dann ziehen wir das Schlagzeug ein bisschen nach hinten. Ja. Genau. Okay, dann hören wir uns das mal an. Dann. Jetzt haben wir vielleicht den Übergang, der wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen drastisch, da müsste man dann zwischen Takt 8 und 9 noch irgendwie eine kleine Sache, eine Überleitung reinbringen, vielleicht irgendeinen Sound, der das überleitet. Ja, genau. So viel dazu.